Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im LS22 auf der Zielonka. Mein Name ist Stefan und neben mir ist der Simon und wir diskutieren gerade, wie das hier mit dem Düngestufen und so weiter ist. Das heißt, wir testen es eigentlich hier aus, ne? Ja, also es ist halt, ich glaube, in diesem Livestream haben wir jetzt sehr viele unterschiedliche, wie soll ich das jetzt sagen? Falschwissen oder halt nicht Denkweise, sondern eher ich glaube zum Beispiel, dass man hier, wo der Simon gerade erst gedüngt hat, auf dem gekrupperten, was quasi vom Steinsammler gekrupert worden ist, dass wenn wir jetzt mit dem Sehen mit Düngemittel, dass das die fehlende 50% Düngestufe ergeben würde. Was laut der Logik, was hier passiert ist, weil hier hat er Simon das gemacht beim Sehen und nochmal mit Dünge drüber, hat nicht geklappt. Vielleicht liegt es daran, dass einfach Sehen und Düngen und dann ist keine Wachstumsstufe dazwischen gekommen. Vielleicht hat er das deswegen ja die 50% nicht genommen. Er hat zwar von der Textur das, glaube ich, genommen, aber nicht von der Düngestufe, weil halt die letzte Stufe davor war Sehen und Düngen. Und du kannst nicht zweimal düngen hintereinander. Deswegen hat er wahrscheinlich das jetzt hier nicht angenommen. Nee, das Feld wurde gedüngt, gesät und dann nochmal gedüngt. Ja, aber das Düngen war doch mit dem Säen zusammen, oder? Nee, der Karottensäer hat keine Düngefunktion. Okay. Es sei denn, ich bin da auch schon wieder... Egal, auf jeden Fall der, hier... Der keine Düngefunktion. Aber auf jeden Fall, hier kann man erst weitermachen, wenn die ersten Karotten sprießen, da kann man auf jeden Fall düngen. Ja. Das müsste gehen. Jetzt müssen wir hier müssen gucken. Müssen wir mal gucken, dass wir hier drüben irgendwas noch aus dem Feld bekommen. Wir Frage haben jetzt nur, Weizen was? Gehabt, wir haben ja keine Fruchtfolge-Mod haben wir hier drin. Wir können nichts ansehen. Wieso nicht? Weil Weizen wäre im September die Ansaat, Gerste wäre im September die Ansaat und Raps so, wäre im August die Ansaat. Ja, dann machen wir ölrettig, da haben wir auf jeden Fall die nächste Düngestufe. Nein, brauchen wir nicht. Weil ölrettig macht man ja als erste Düngestufe, nicht als letzte. Mhm. Als Winterfuch. Das heißt aber auch, wir können den nächsten Tag vorspulen. Ja. Genau, weil dann können wir Raps. Das mache ich so liebend gerne, das Vorspulen. Oh, schön. Mhm. Beziehungsweise im September kann man dann ja schon Weizen wieder machen, gell? Aber Weizen war ja, glaube ich, drauf. Ja. Nee, aber Gerste war drauf. Weiß ich nicht. Ja. Sollen wir dann Raps machen oder sollen wir wieder wegen den Viechern, also wegen den Hühnern auf Weizen? Wir haben ja eigentlich 7000, wir haben 33.000 Liter Futter. Ich denke mal, brauchen da wir kommen wir das Jahr durch. Genau, dann würde ich sagen, nochmal Raps drauf für ein bisschen ja. Moneten in der, genau, der Tasche. Ja, machen wir Raps. Stefan? Ja? Wieso will ich ja nicht vorspulen? Wir können ja schlafen gehen. Genau. Halt dich alleine! Ich will mit Löffelchenstellung. Ich akzeptiere es. Könnte jetzt auf Nein gehen. Dann wäre ein Kick gefolgt. So. Guten Morgen. Moment. Guten Morgen, Sonnenschein. Doch, wir haben den Least der Ohnhammer drauf. So. Erst schläge, dann ohne. Ja, ja. So. Also rennen wir hier erstmal drauf aufs Karottenfeld. Und da haben wir die Sämaschine, genau. Und es steht erforderliche Reifen, alle Reifen und Bandlaufwerk. Also ich kann direkt so nochmal drüber eiern. Genau, und dann sehen wir dann die nächste Düngestufe. Kann ich mit dem Zetor eigentlich sehen? Ja, das ist eine kleine Sämaschine, was wir haben.
So. Let's test. Ich schalte mal Tempomat ein hier. Dann kann man nämlich hier muss gewalzt werden ausschalten. Und ja, es wird dunkel. Stefan, es wird dunkel. Ja, denke ich mir. Weil das war ja logisch, da haben wir ja beide gesagt, das müsste ja auch so sein. Ja, aber wie gesagt, ich habe das so gemacht, wie es ja eigentlich hätte auch. Weil es war ja ein Arbeitsschritt dazwischen, also das Säen, das verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz. Aber das kann ich aber gern ihr in die Kommentare reinschreiben. Okay, dann Raps ist schon drinnen. Ja, Raps ist schon drinnen. Und passt ja auch hier vom Ding her, passt. So, ich muss hier aber ein bisschen vorsichtiger fahren. Nämlich nicht, dass ich hier wieder. Nee, die Sämaschine kann nur sehen. Die kann nicht düngen. Das kann ich jetzt leider nicht testen. Ja, aber theoretisch, eine Sämaschine mit Düngefunktion müsste ja eigentlich genau das gleiche bewirken wie eine Sämaschine ohne Düngefunktion, wenn ich nach dem Ansehen mit dem Düngestreuer drüber fahre. Ja. Ja, das stimmt. Oder habe ich jetzt irgendwie einen. Oder du hast ja halt das mit dem Farbe ausblenden vergessen. Und hast dann die Farbe gewechselt. Ich würde ja gerne nochmal aufs Feld laufen. Jetzt nee, weil passen, jetzt hat oder? Sich nämlich der Ertragsbonus nämlich verändert. Ja, genau, weil jetzt müsste auch 100% gedüngt draufstehen, oder? 100% gedüngt, aber vorhin war ich bei 73% Ertragsbonus, ja. Vorm Düngen, ja. 73, nach dem zweiten Mal Düngen 73 und jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich auf 95. Ja, bei der vollen also, Stufe, ja. Ja, aber zwischen dem Düngen vorher, also davor habe ich den Ertragsbonus mir angeguckt bei 73%. Und nach dem Düngen war ich auch bei 73% und das kann es doch nicht sein. Also es sind die echt so Kontroversen dabei. So, aber ich kann das auch ganz einfach testen. Wenn du angefahren bist, kann ich da einfach mal ganz kurz einen Spuckischluck Dünger rauslassen. Ja. Aus dem Düngestreuer und dann sehe ich ja schon, ob das da funktioniert oder nicht. Wieso hast du nicht angeschlossen? Ah ja. Alles da, wieso kann ich sogar hier nicht starten? Hä? Ich hab doch gerade alles. Hand ab nochmal, genau mal nochmal, so ist nochmal. Ich krieg ihn nicht an. Vielleicht doch aufklappen. Machen wir mal, sehr Maschine. Zuklappen. Schau mal. Okay. Fahr einfach mal drauf aufs Feld und lass sie runter. Vielleicht geht die nicht zum Anklappen, anschalten. Die Sämaschine muss erst ausgeklappt werden, was? Aber ich hab doch. Was mache ich denn jetzt? Da habe ich extra die Spur eingestellt und hab vergessen, wieder zu aktivieren. So. So, und jetzt?
Jetzt geht's. Jawohl. Ne, der verändert sich ja auch nicht hier die Farbe großartig, oder? Doch, doch. Also wenn ich von meiner Ansicht aus ja, die Textur. Und jetzt hat es was gebracht, genau. Jetzt habe ich gesehen, es ist dunkler geworden, wo du kurz ejakuliert hast. Ja, aber was, warum ging es bei den Karotten nicht? Oder sind die vielleicht verbuggt worden? Ja. Weil bei den Karotten wollte er, dass du walzt, aber es macht ja keinen Sinn. Walzen. Ja. Ich möchte gerne hier ein bisschen drehen, jetzt geht es schon wieder nicht mehr. Wir haben den Raps angesät. Bin ich mal gespannt, wenn wir hier die Pastinaken dann ernten können. Mhm. Das wird bestimmt auch noch eine heiße Geschichte. Ja. Wir können Pastinaken ernten. Ah. Okay. Ja. Willst du damit anfangen parallel? Weil ich glaube, auch eine Weile, bis ich alles gesehen habe, dann hier mit dem Ding rübergehen kann. Ich glaube, ich brauche aber eh dich als Abfahrer noch dazu. Achso. Außer du stellst einen Anhänger hin. Nee, weil ich glaube, der hat den. Der ist nur zu überladen, der hat gar keinen Bunker, den wir haben. So. Oder? Okay. Ja, das sieht mir nicht nach einem Bunker aus. Angezeigt. Das ist so ein direkter Überlader. Okay. Also da müssen wir zu zweit sein. Oder ich lasse ihn mit dem Helfer fahren, aber dann habe ich keinen Traktor. So mit dem Anhänger nebendran fahren. Was soll ich da? Zum Mäusemelken hier. Ja gut, jetzt haben wir noch 1,5 Minuten. Genau, ich wollte gerade sagen, ja, wir können so langsam die Heimdusselgut 2 Stimmung hier einführen. Ja, es war wieder heute ein sehr, sehr lustiger und schöner Livestream mit dir, Simon. Bedanke ich mich, dass du mich hier wieder auf der Zelunke eingeladen hast. Das ist ja dein Horst. Und ja, ich freue mich immer wieder mit Simon, aber ich kann es natürlich verstehen, wenn der kleine Stinker den Papa braucht und in Anspruch nimmt. Ist schön, genießt die Zeit. Und von meiner Seite aus war es dann. Einfach Kommentare reinschreiben, wie ihr es findet, wie ihr das Thema Farm kommt und so weiter. Schaut einfach alle Folgen an, dann wisst ihr, welche Fragen wir gestellt haben, und besucht uns gerne auch auf dem Discord und Abo darf auch nicht vergessen. So, und jetzt haben wir noch knapp 30 Sekunden. Also Simon, jetzt bist du dran. Ja, ich war jetzt erstmal noch so, bis noch eine Sekunde übrig ist, und dann sage ich und tschüss, und dann war's das. Kein Spaß. Ja, der Livestream war auch von meiner Seite her lustig. Auch interessant, weil einmal hatte ich recht in der Diskussion und einmal du. Ja, kann man das so sagen. Ja. Und ja,
Ja, wie du gesagt hast, wenn ihr wissen wollt, worüber wir hier in dem Livestream so erzählt haben, dann schaut doch einfach alle Folgen an oder auch den kompletten Livestream ungeschnitten. Ja, dann könnt ihr vielleicht oder vielleicht auch nicht so unbekannte oder geheime Informationen zwischen den Folgen hören. Vielleicht oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Mensch, Nein. machst du das spannend? Ja. Und ja, damit würde ich auch sagen, jetzt sind wir knapp eine Minute drüber und dann würde ich auch sagen, der Stefan hält jetzt mal kurz an. Und wir verabscheuen uns. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gern den Daumen nach oben. Und wir würden uns auch wieder freuen beim nächsten Mal, wenn ihr einschalten werdet. Genau, dann darf der Simon auch noch mit dem Stiegel drüber gehen, weil Unkraut wächst ja auch schon. Also, Juhu! bis zum nächsten Livestream. Ciao, Bis dann. ciao. Ciao, ciao.